Ryo Sakamoto findet sich plötzlich auf einer mysteriösen Insel wieder, ausgestattet mit Vorräten für einen Tag, eine Tasche voller Bomben, ein seltsamer Kristall in seiner linken Hand und einer riesigen Lücke in seinem Gedächtnis. Aber es dauert nicht lange, bis er herausfindet, was vor sich geht, vor allem nachdem die erste Person, die Ryota trifft, versucht, ihn zu töten. Jemand spielt das extrem gewalttätige Spiel Bitum im echten Leben. Es sind noch weitere unwillige Spieler auf der Insel, die wissen, dass es nur einen Fluchtweg gibt. Töte 7 andere Menschen, bevor sie dich töten können. Dieses Meisterwerk könnt ihr euch ab sofort bei Crunchyroll anschauen. Er ist schon etwas älter, aber absolut eine Empfehlung wert und jetzt neu bei Crunchyroll in deutscher Synchronisation. Viel Spaß damit, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!